Alphornblasen in Bremerhaven, das ist ja so, als würde eine Shanty-Chor in der Schweiz auftreten. Auf der anderen Seite, wir leben in einer globalisierten Welt, also wollen wir mal nicht so sein. Und das Alphorn stößt in Bremerhaven auch auf großes Interesse, wie es aussieht. Der Schnupperkurs neulich war nämlich richtig gut gebucht. Ungewohnte Töne für norddeutsche Ohren. Sie erinnern ein bisschen an Urlaub in den Alpen. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich am Horizont die Skyline von Bremerhaven. Und die Alpen entpuppen sich als 25 Meter hoher Tunnelberg in leer Heide. Bleibt nur die Frage nach dem Warum. Warum nicht? Bremerhaven eignet sich hervorragend für Alphörner. Seitdem wir diesen höchsten Berg der Bremerhavener Alpen hier haben, wird sich das durchsetzen, dass viel mehr Leute Alphorn spielen werden. Und es ist gut für die Atmung, die inneren Organe werden massiert. Alles super. Maria Rostdeutschers Lunge gibt alles. Gar nicht schlecht für ihre ersten Versuche mit dem fast 4 Meter langen Instrument. Ein bisschen üben und in Stimmung kommen für den ersten Alphorn-Workshop Bremerhavens. Dafür hat der Posaunenchor Kreuzkirche extra den bekannten Alphorn-Solisten Franz Schüsseler eingeladen. Ihn und ein Auto voller Alphörner. Denn die sind in Bremerhaven noch Mangelware. So, das sind genau 18 Alphörner. Eigentlich sind es sogar 19 Alphörner. Das Unterwasser-Alphorn von der Waterkant haben wir aus dem Schwarzwald nach hier mitgebracht. Nette Geste, doch die Teilnehmer des Workshops interessieren sich eher für die Originale. Mit Blasinstrumenten kennen sich hier zwar alle aus, doch so ein Alphorn ist schon etwas Besonderes und dann auch noch alle auf einmal. Es vibriert alles, weil das ja so tiefe Unterschwingungen sind. Und also nicht nur die Füße schwingen damit, sondern ja, man merkt es einfach körperlich und sowas begeistert mich.